Gewünscht, gewünscht. Hallo, ich bin's. Der Cornel ist mal wieder da. Da bin ich mal wieder. Auch schon wieder ein paar Tage her, ne? Ja, kommt einfach so, wann's kommt. Kommt, wann's kommt, Leute, ne? Das ist halt so. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe heute was ganz Tolles für uns alle mitgebracht. Ne? Da freut sich jeder. Vor allem Cornel. Ja. Freut sich? F-Zero? Ja, klar. Auf Zero, ja. Cola du auch Zero, über Zero, ne? Wollte gerade sagen, das ist nicht Zero, was du da mitgebracht hast. Das sehe ich doch. Ich trinke immer Coca-Cola Zero Koffeinfrei. Also ich glaube, das Koffeinfrei merkt man nicht, würde ich jetzt so behaupten tatsächlich. Aber, ach man, ich würde auch so gerne Zero mögen, ne? Das wär, ich bin ja da. Das wäre so schön. Könnte ich so viel Calories sparen, das ist der Wahnsinn. Ja, einfach trinken, irgendwann merkt man das nicht mehr. Doch, ich merke, der Übergang ist zu heftig für mich. Ich finde das so ekelhaft, ich muss kotzen, ey. Ich trinke dann immer gar nichts. Dann habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen wie Sau und so, weil ich nichts getrunken habe. Ich bin vielleicht auch, ja, du gleichst das dann halt, aber das mache ich dann auch lustigerweise. Ich würde halt sagen, du holst dir deinen Zucker ja dann durch Süßigkeiten. Und ich hole mir meinen Zucker halt durch Getränke. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich mir dann Zero-Sachen hole, dann habe ich so einen richtigen Drang, mir dann auch irgendwie so eine Packung Duplo mitzunehmen plötzlich, was ich sonst nie machen würde. Okay, nee, also. Nee. Also ein bisschen, ich glaube nicht, dass das bei mir zusammenhängt. Ein bisschen brauche ich das tatsächlich. Ja gut. Ist denn bei dir auch immer, ne? Wenn jemand vorbeikommt, also meine Mutter, die dann sofort meine Getränke durchguckt, so, ne? Das ist aber nicht Zero! Das ist nicht Zero! Ja, ich kotze ja auch davon. Also natürlich ist das nicht Zero. Ne, sowas habe ich nicht. Das ist gut, ey. Aber du warst letztens kegeln, habe ich gesehen. Ich war letztens kegeln, da, ja. Da können wir nochmal drüber reden. Ja. Inwiefern war das denn, warum, wieso, weshalb? War schön. Erzähl mal. Ja, wir waren letztes Jahr das erste Mal kegeln quasi. Also mein Bruder und ich. Und letztes Jahr war noch ein Kumpel dabei und da waren dann die Frauen und Kinder mit dabei und so. Und dann haben wir das halt gesagt, ja, machen wir nächstes Jahr nochmal. Und dann war jetzt halt nächstes Jahr, ne? Und dann haben wir es jetzt nochmal gemacht. Jetzt waren aber keine Frauen und Kinder dabei. Jetzt waren zwei Brüder von mir dabei und dann noch drei andere Freunde von meinem Bruder. Also waren wir, glaube ich, sieben. Ja, und dann haben wir da schön 3 Stunden gekegelt, ne? Einen weggekegelt. Mhm. Und danach haben wir dann noch lecker gegessen, ne? Was gab's, Cornel? Ja, kann ich dir gleich erzählen. Oh. Also erstmal zum Kegeln. Ja. Ich bin momentan so ein bisschen in der Depri-Phase, sag ich mal. Mhm. Und das war vor dem Kegeln auch sehr, sehr schlimm. Ich wollte auch eigentlich absagen. Fühle ich. Aber ich bin dann doch hingefahren. War natürlich auch gut, als ich dann da war. War alles gut, war richtig cool. Ich hatte auch vorher so ein bisschen Angst, ob ich überhaupt kegeln kann. Ne? Ja, das fühle ich auch. Komme ich tief genug? Aber ich muss sagen, es hat wirklich perfekt funktioniert. Ja, du bist so beweglich. Du bist auch wie eine Gazelle eigentlich. Bin ich auch. Und ich war auch überrascht, weil ich habe auch eine richtig gute Technik entwickelt. Und ich habe, glaube ich, 2 Strikes geworfen. Und insgesamt, also hinten raus, war mein Spiel sehr gut. War ich sehr zufrieden mit. Hat der Kegeln einfach durchgespielt. Er macht auch richtig Laune. Was gibst du für eine Spielspaßwertung für Kegeln? 10 von 10. Boah, so gut. Ich mache das aber auch richtig gerne, muss ich sagen. So Bowling, schwierig. Ja, müssen wir. Ich kann jetzt schon sagen, woran es auf jeden Fall scheitern wird, was nicht machbar ist. Ich werde nämlich keine Bowlingschuhe anziehen können. Ja, beim Kegeln gibt es keine Bowlingschuhe. Ja, Kegeln ist auch nicht so geil wie Bowlen, muss ich sagen. Ne? Boah, aber wir können natürlich Kegeln gehen dann. Ne? Das ist ja. Also es gibt Kegel Sachen in Bramsche. Das weiß ich. Geht das mit deinem Kron? Das ist ja in so einer Art Restaurant, die haben ja Toiletten, ne? Ja, genau. Ja, das ist bei uns halt auch so ein Restaurant, also so ein Restaurant dabei, genau.
Ey, das wäre eigentlich ganz geil. Müssen wir dann nur gucken. Den Abend da einmal halt reservieren. Aber ich denke mal, so überladen wird das wohl nicht sein, dass man da nichts gucken kriegt. Gucken wir mal. Muss ich mal mit Onionius sprechen. Ist auf jeden Fall sehr geil gewesen. Und eventuell bin ich nächsten Monat auch wieder kegeln. Also ich sag mal so, mein Bruder hat das für nächsten Monat direkt wieder gebucht. Stark. Aber ist natürlich die Frage, ob er das jetzt im Nachhinein dann auch noch für so, also ob er das jetzt wirklich, ob es jetzt wirklich stattfindet oder wieso? Ob er das jetzt so, ja, man sagt ja viel an so einem Abend, ne, aber. Das stimmt natürlich. Ne, deswegen, ich habe ihn noch nicht gefragt, ich kann ja mal schreiben. Aber würde ich an sich gut finden, ne, umso mehr du rauskommst, umso besser, muss man ja ehrlich sein. Das gilt natürlich für mich auch, aber ja. Also. Erstmal die anderen, ich stelle mich erstmal zurück. Das ist in Ordnung. Andere Menschen sind mir immer ein bisschen wichtiger. Was wollte ich dich jetzt noch gerade fragen wegen dieser Kegel? Also genau, was es zu essen gab, hatten wir aber. Ja, da kommen wir gleich hin. Ah, nee, ich wollte was anderes erzählen. Weil du das jetzt so angeschnitten hast, wenn sich die Leute natürlich so fragen, so, hä? Aber es sieht momentan so aus, ach ja, genau, als würden Cornelius und Onion mich am Ende des Monats besuchen kommen. Ja, das ist geplant. Wir warten quasi gerade auf Rückmeldungen bezüglich Unterkunft. Mhm. Ja, wäre arschgeil, also. Ich weiß ja, falls irgendjemand. Falls irgendjemand aus der Nähe kommt, kann er ja mit Kegeln kommen, wollte ich gerade sagen, aber gucken wir mal. Ne, gucken wir mal. Es gibt Leute, die aus der Nähe kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, du kennst ja so ein paar Pappenheimer wahrscheinlich. Also es gibt safe Leute, die bestimmt sagen würden, würde ich gerne mitkommen. Also ja, kann man da mal anfragen. Wenn das wirklich stattfindet, so 2-3 Plätze könnte man ja vielleicht vergeben. Aber muss natürlich auch mit Onion abgesprochen werden. Ja, natürlich. Ja, schauen wir mal. Aber wäre auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Also Kegeln, es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich hatte dann natürlich auch dementsprechend so in der Leistengegend, immer wenn ich dann am nächsten Tag, die nächsten 2 Tage, seien wir ehrlich, immer wenn ich mich gebückt habe oder so, oder ein bisschen beim Aufstehen oder so, in der Leistengegend ist irgendein Muskel, den habe ich glaube ich dann noch nie in meinem Leben benutzt. Ja. Boah, das ist immer gut reingezogen dann. Das ist, Muskelkater vom Kegel, ne? Man steht richtig im Saft, Leute. Naja, das war geil, muss ich aber sagen. Aber ich will gar nicht wissen, wie viel Muskelkater ich danach wahrscheinlich hätte, aktuell. Boah. Kommen wir aber jetzt das Essen. Sag uns endlich was zu essen gehabt, Bruder. Ja, siehst du hier, mein Bruder schreibt, das weiß er noch nicht. Schade. Das ist doch schade, aber dann gehst du halt mit mir. Ja, genau. Ja, und dann, eigentlich ist es auch oft so, dass man an der Kegelbahn ist. Ja, genau. Also das haben wir damals auch gemacht. Ich weiß nicht, war irgendwie Geburtstag von Opa oder so. Aber tatsächlich war es jetzt so, dass wir hatten die Kegelbahn irgendwie eigentlich nur für 2,5 Stunden. Normalerweise sind das immer 3 Stunden, aber das ist halt, die anderen wollten irgendwie ein bisschen früher kommen. Das war so ein bisschen komisch geplant. Und deswegen hatte er dann gesagt, kegelt erstmal und dann kommt er hoch, ich habe einen Tisch für euch, dann esst ihr oben. Und dann ist er aber runtergekommen wieder und hat gesagt, ja, die wollen doch erstmal was essen und so, ihr könnt noch weiter kegeln. Dann haben wir doch noch länger gekegelt. Und dann sind wir aber am Ende dann halt hochgegangen, haben oben im Restaurant dann im Außenbereich gegessen. Und war richtig, auch richtig cool. Und ja, dann fangen wir erstmal an. Also erstmal haben wir natürlich beim Kegeln, gab es halt einige große Biere, sag ich mal. Ne? Das haben wir auf Instagram ja auch gesehen. Da sahst du auch gar nicht so depressiv aus mit deinem Bierchen in der Hand, mit deinem lecker Bierchen. Ne? Das ist... Ja, ich muss sagen, wenn ich so unterwegs bin, dann schaltet der Cornel hat Lust aufs Leben-Modus schon ein. Ja, du bist sowieso völlig anders, wenn man dich im echten Leben trifft, als im Internet. Das ist echt wild. Ja, der Unterschied bei dir. Ja, das Internet-Ding und so hat mich halt, also das ist halt, das ist halt für mich nicht so, ich kann das nicht so wirklich echt empfinden. Mhm. So was alles im Internet passiert und so. Ich habe auch Probleme mit Empathie, so übers Internet. Im echten Leben bin ich extrem empathisch und so. Das ist halt, ne, und ich bin halt so depressiv geworden in der Zeit. Internet ist halt immer so ein bisschen,
Ja, ja, verstehe. Ne? Hat so seine positiven Sachen, wenn es zum Zocken geht und so, aber dieses Ganze, ja, egal. Auf jeden Fall, sobald ich im echten Leben irgendwo unterwegs bin und so, dann geht's mir auch gut. Ich mag das ja. Aber die Überwindung dann, das wirklich zu machen und so, ist halt auch immer ein Problem, ne? Das ist klar. Aber ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann hochgegangen und dann neben den Bieren, die man so schnabuliert hat, ging es dann erstmal los mit Vorspeise. Und es gibt da eine Vorspeise, das sind frittierte Champignons. Ah. Mit Knoblauchsoße. Okay, das klingt. Also ich mag keine Champignons, aber für Leute, die da die Champignons mögen, klingt das eigentlich schon geil. Ich glaube, die würdest du auch mögen, glaube ich. Ah, ich mag die Konsistenz von Champignons nicht. Also ja, wenn ich da so drauf reise, dieses Schwabbelige. Aber dadurch, dass das frittiert ist, hast du das ja nicht. Die sind gebraten und dann frittiert, glaube ich. Und dadurch, so richtig schwabbelig ist es halt nicht durch die Panade und so. Und dann tunkst du das noch schön in so einen Knoblauch-Dip. Es war schon, die sind wirklich, also die sind absolut geil. Schwein, deswegen willst du wieder hin, wa? Ja. Ja. Nee, also wirklich absolut geil, die Champignons. Und dann, ja, wurde ich ein bisschen ausgelacht für mein Essen. Okay, hast wieder irgendwas für Kinder genommen am Ende? Nein, aber ich habe einen Schnitzel Hawaii genommen. Okay. Aber es ist ja ein Grieche. Die anderen haben halt alle Gyros oder Steak gegessen. Ja gut, da hätte ich beim Griechen auch safe. Da hätte ich auch safe nicht das Schnitzel genommen. Ja, aber Steak war mit. Ich dachte halt, so, man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein. So, ne? Ich habe mir. Also ich habe ein. Also Schnitzel dabei mit Pommes Mayo und ich habe mir noch eine Pommes extra bestellt. Also warte, du hast Schnitzel dabei mit Pommes? Mit Doppelpommes. Mit Okay. Ja. Ja, das finde ich aber auch immer noch, das finde ich legitim, bin ich ehrlich. Eine doppelte Pommes, ja. Wenn man in eine Pommesbude geht, immer doppelte Pommes. Ja, ich bin ja auch ein großer Mann, ne? Das ist ja, also die doppelte Pommes war auch nicht das Ding, aber die Leute haben halt gedacht, warum ich beim Griechen jetzt einen Schnitzel Hawaii esse. Ja. Aber wie gesagt, man muss halt auch ehrlich sein, so ein Steak, ne? Mein Bruder hat ein Steak genommen, ist natürlich schon geil. Aber ist halt auch nicht so viel, ne? Und ich bin halt, ich bin natürlich auch ein großer Mann, ich brauche auch ein bisschen Menge. Nicht, dass du hungrig nach Hause musst, ne? Ja, richtig. Das wollen wir ja nicht. Und ich kann dir sagen, dieses Schnitzel war wirklich riesig und da war richtig viel Ananas drauf und es war schon sehr geil. Also war schon sehr, bisschen, sehr geil. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ein bisschen neidisch. Ich krieg auch Bock, wenn ich das höre. Ich denke auch, wenn wir uns dann treffen, ne, können wir richtig geil was wegfressen, Cornel. Ne? Ja, vor allen Dingen, du schuldest uns ja allen noch den Beweis, dass du 2 40er-Pizzen essen kannst. Ja. Die freue ich mich besonders. Du hast gesagt, 2 isst du locker. Locker, ja, hast du locker gesagt. Ja, ohne jetzt ein Zeitlimit, ne? Ja, also das Zeitlimit ist nicht 12 Stunden der ganze Tag. Da schafft das jeder. Ja, aber so ein Abend. Ja, so 3 Stündchen, sag ich mal. Ja, ja, okay. Ja, so ein Vorabendprogramm. Ja, ein Wollo-Stream hast du Zeit. Ne? Also, ich bin Margarita-Esser. Nicht, dass du dann sagst, nee. Ja, da muss schon ein bisschen was drauf. Das ist ja sonst super ich fake. Ich bin ein Margarita-Esser. Junge, da trainiere ich dir da ab, dass du mal was Richtiges isst. Ne, wenn ich 2 nehme, kann ich ja... Eine Margarita und eine, die ich mir... Eine wo Spaghetti. Ich sage, das ist, Spaghetti haben die nicht. Was? Aber Spaghetti 2? Nein, das ist mehr so ein Ami-Laden. Oh, nee, die halt, dann, die haben auch was mit Ananas zum Beispiel. Sind das dann so dicke Böden? Ja, so ein bisschen dicker schon. Na, aber nicht, aber nicht so, die sind halt keine knusprige, dünne Pizza, ne? Eine leckere. Ja, wir gucken mal. Ja, das wird schon. Und wenn du sie dann nicht aufhörst, esse ich den Rest, ist okay. Ja, wird auf jeden Fall nice. Und ansonsten, ja, das war mein Kegelabend. Das war der Kegelabend. Du hast einen guten Abend gehabt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, frag mich mal, wie mein Abend war. Wie war dein Abend? Ne, nicht so, ne? So wie du dir vorstellst. Ja, gut, ne? Ja. Planst du heute noch was Schönes mit deinem Tag? Warum ist jetzt persönlich? Nee, ich hab nichts zu erzählen. Ich bin halt schon so leer gesülzt von den anderen Parts. Das ist halt immer. Deswegen denke ich mir jetzt, Bruder, erzähl mal was über deinen Tag oder so. Ja, ich bin momentan. Bringt das zu was?
Wie gesagt, nee, ich bin halt momentan auch, auch ein bisschen am Durchhängen. Ich habe jetzt gerade meine Aufnahme gemacht. Ich mache momentan immer die, ne, ich bin immer auf Druck. Ich muss dann die Aufnahmen für den nächsten Tag machen und das fertig schneiden dann heute noch irgendwann. Also ich produziere momentan immer auf Kante. Da wolltest aber du, da hattest doch alles nicht sogar einen guten Vorlauf gehabt? Ich hatte mal so eine Woche Vorlauf, ja. Aber wie es immer halt so ist, ne? Ihr seid wieder weg, ja. Was soll man machen? So ist das Leben. Ja, ansonsten, nö. Also, ich probiere gerade wieder irgendwie ein bisschen mein Essen in den Griff zu kriegen, so wie immer halt, ne? Ja. Man kämpft. Muss dann heute noch kochen, muss vor allen Dingen heute noch Erdbeerquark machen. Ich will den immer morgens essen, aber ich habe jetzt auch wieder, ich bin momentan immer ein bisschen länger wach, dann habe ich bis 11 Uhr geschlafen oder so und dann so direkt nach dem Aufstehen dann das machen ist auch immer schwierig, so von der Motivation. Aber ich muss die auf jeden Fall heute machen, weil sonst sind die Erdbeeren werden immer schlecht. Junge, Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren so, ne? Vor allem so mit Quark und so würde ich mir auch voll gerne machen, aber irgendwie habe ich das Problem, ich kaufe meinetwegen morgens Erdbeeren, ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, abends kannst du die schon wegschmeißen eigentlich. Also einen Tag später oder so ist undenkbar in meiner Welt. Ja. Und die holen mich ab. Also so einen Tag später, also ich habe die gestern gekauft, jetzt heute mache ich die. Das geht schon, ne? Vielleicht muss ich ein, zwei Stellchen ein bisschen wegschneiden, mal gucken. Aber ja, man muss Erdbeeren schon fast, also schon sehr aktuell essen, sag ich mal. Das ist wirklich verrückt. Das ist mir zu stressig. Aber sind halt auch sehr geil. Erdbeeren kaufen setzt mich unter Druck. Du kennst das ja, ne? Ja. Wenn man sich so Lebensmittel kauft, die einen unter Druck setzen. Das setzt mich extrem unter Druck. Ja, mich auch. Deswegen kaufe ich es auch in der Regel nicht. Dann denke ich mir so, oh, nee, diesen Stress halte ich heute nicht aus. Ich muss es heute halt machen. Das Ding ist, ich habe mir auch extra tiefgekühlte Erdbeeren gekauft. Ah, okay. Aber dann, keine Ahnung, das überfordert mich auch. Ja, den traue ich irgendwie nicht. Da denke ich mir immer, die können nicht so gut schmecken. Ist wahrscheinlich saudumm. Du machst hier einen Quark rein und zermanscht das ein bisschen oder so. Ich zermansch das doch nicht. Ja, das würde ich niemals. Nein, aber die sind ja dadurch, dass die ja auftauen, sind die ja schon so ein bisschen matschiger. Und dann tust du die halt, dann wird das so rein im Quark. Also so würde ich die jetzt nicht essen, aber im Quark so vermischen. Aber ich sag mal so, das, was du da machst, das ist ja nochmal eine härtere Stufe Stress für mich. Da müsste ich ja daran denken, die morgens rauszulegen, dass die erstmal auftauen und so. Wenn die dann aufgetaut sind, muss ich das auch safe machen. Dann gibt's gar keinen Ausweg mehr. Das geht nicht. Wie soll das ein Mensch machen? Das ist auch unmenschlich. Das ist die Kacke. Du musst die ja rausnehmen und auftauen. Und dann denke ich mir mal so, wann soll ich das denn machen? Soll ich das abends, bevor ich ins Bett gehe, machen? Aber dann kann ich denen dann am nächsten Tag noch trauen? Reicht das im Kühlschrank? Soll ich das morgens zwei Stunden vorher machen? Aber wann sind diese zwei Stunden vorher? Ja, ganz genau. Leute, ich muss mich übrigens entschuldigen, ne? Bei allen, die sich gerade extrem über uns aufregen, wie wir sind. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir sind psychisch krank, okay? Ihr hört hier psychisch Kranken zu. Das ist halt ein bisschen, wir haben eine bisschen andere Lebensrealität. Ne? Wir strugglen mit einfachen Dingen. Das ist auch Teil der Problematik. Krankheitssymptomatik, würde ich fast sagen. Aber wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes, ihr hört's ja, ne? Ja. Wir an unsere Grenzen gehen. Cornel feidet richtig mit den Erdbeeren. Ich sag dir, wie es ist. Der traut sich rein in den Kampf. Aber deswegen habe ich jetzt auch eine ganz, ganz große Frage an alle. Was gibt es für Küchengeräte, die mir helfen können und wie benutzt man die? Weil ich habe zum Beispiel, guck mal, wenn ich mir jetzt einen Quark mache, ne? Es gibt doch so Küchengeräte, so Drexler, hier so. So Mixer-mäßige Dinger. Ja. Und ich glaube, viele machen das auch, dass sie einfach tiefgekühlte Sachen nehmen, wie jetzt zum Beispiel die Erdbeeren, und die dann in so einen Mixer werfen würden. Ja. Und dann Quark mit da rein und das dann so mixen. Und dann kann man das, glaube ich, sofort essen, weil die dann nicht mehr tiefgekühlt sind. Also, weil die dann so klein gehäckselt sind, dass sie nicht mehr gefroren sind. Oh, jetzt erzähle ich dir was, ne? Kann ich dir nämlich direkt aus einen Erfahrungsbericht geben, tatsächlich.
Ja. Ich hatte mal eine kurze Schmusi-Phase. Ja? Und da habe ich mir auch gekühlte Erdbeeren und so einen Exotik-Mix und so geholt. Das dann da rein, ein bisschen Milch dazu. Und das in den Mixer, das war dann halt schön kalt, ne? Hat ein bisschen wie ein Slush-Eis geschmeckt. So, ja. so ein eiskalter Milchshake, genau. Erdbeershake. Ja, arschgeil. Also das funktioniert. Einen Mixer kannst du dir eigentlich holen. Dann kannst du dir theoretisch so einen Erdbeerbrei machen und den da so durchmachen, als wenn das ein Joghurt mit der Ecke wäre. Genau, dann kann ich das ja einfach mit Quark direkt machen, ne? Das kannst du tun, ja. Und dann hat man, ich habe mal gehört, wenn man mit Tiefkühl-Erdbeeren zum Beispiel und Quark sowas in einem Mixer mischt, dann ist es schon fast wie so ein bisschen wie Erdbeereis. Ja, ja. Das so trifft's gut vom Geschmack her. Ja. Weil das dann halt kalt ist so, aber es ist halt nicht dieses, du beißt ja nicht auf eine gefrorene Erdbeere logischerweise. Nee. Brichst dir keinen Zahn bei ab. Das ist sollte ja, das bin nicht. Ich halt am überlegen, ob ich mir so ein Ding mal zulegen soll. Ja, das kannst du ja mal für einen Zwanni gönnen, ne? Ja, oder fragst deine Mama, ob die einen hat. Einen über hat. Hat bestimmt noch einen alten oder so im Keller. Nee, ich glaube nicht, nee. Ja, weil das ist so eine Überlegung, die ich habe. Das könnte vielleicht mein Leben bereichern. Gibt nur ein Problem, an der Sache. Man muss die Dinger danach wieder sauber machen. Das ist natürlich das Struggle, ne? Das ist das große Problem, über das ich oft nachdenke. Ja, du musst halt sofort mit dem Wasserhahn da rein, ne? Dann geht das. Aber wenn er dann erstmal angetrocknet ist, Kroll, dann hast du einen zweiten Reiskocher, ne? Aber ich habe natürlich jetzt auch eine großartige Sache gemacht. Ich habe jetzt nämlich beim Einkaufen, habe ich mir mal endlich das gekauft, was ich immer haben wollte. Und ich muss sagen, es ist halt auch einfach geil. Und es macht auch die Arbeit einfacher. Ich habe mir nämlich so kleine Bürsten gekauft. Weißt du, sowas wollte ich mir auch immer mal holen. Ja, weißt du, eine Bürste mit so einem kleinen Stab. Ja, das wollte ich mir auch schon tausendmal holen, dass man mal, wenn man so ein Glas sauber machen will oder so, da kommt man immer dann so scheiße rein mit einem Schwamm und so, dann mit so einer Bürste, das wäre so stark, ne? Aber das ist mal erwachsen, das ist nichts für mich. Wie so eine Art Klobürstmäßig, halt nicht richtig, aber einfach eine Bürste ist es halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und die ist halt, und damit spüle ich jetzt immer. Und ne, damit, weil, guck mal, wenn ich zum Beispiel meine Pfanne benutze, ne? Und da ist noch Ölreste drin und so, und dann nimmst du einen Schwamm, ist immer der komplette Schwamm im Arsch. Ja, mit der Bürste, voll easy. Spüli rein, Wasser, zack, 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 sauber. Das ist viel geiler, so eine Bürste. Den Partner nenne ich, glaube ich, Lifehacks mit Kornel. Ne? Was wir hier heute lernen, ne? Danach haben alle ein besseres Leben, die den Partner. Ja, ist einfach krank. Ja. Und ich hab sie mir jetzt endlich mal gekauft und die haben auch nur irgendwie 69 Cent gekostet oder so. Ich habe mir direkt 4 Stück gekauft. Ja, und jetzt, jetzt macht Spülen richtig Spaß. Jetzt macht's richtig Spaß. Ja. Jetzt kriegst du auch keine, wie nannte man das früher in dieser Werbung mit Priel? Da gab's hat man dann die Spülhände genannt oder so? Da war dann so eine Frau, die hat einmal ein normales Dings gepackt, dann schrumpelige Hände bekommen. Ja. Und bei Priel normal natürlich nicht, Bruder. Hände, ne? Ja, ein bisschen geil sind. Also. Was? Ja. Inwiefern geil? Ja, wenn du so lange im Wasser warst, hast du schrumpelige Hände, das ist eigentlich immer geil. Ach so, ich dachte, du findest das jetzt hier vielleicht bei anderen Menschen geil, wenn die schrumpelige Hände haben. So. Weiß ich nicht, dass da wieder dein über 80-Fetisch da durchkommt. Bevor ich mir einen maken lasse, muss sie ihre Hand 3 Stunden ins Wasser halten. Ja, ja du, ne? Wir lachen, aber das wird's geben. Vielleicht. Das wird es safe geben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, wer weiß. Gut, aber jetzt muss ich noch eine Sache kurz loswerden, zwischengrätschen, off-topic hier an dieser Stelle, weil ich muss mich noch bedanken bei die Leute, Kornel. Ja? Kannst du denken, warum? Wegen dem Placement von dem Spiel. Wegen dem Placement von dem Spiel, da seid ihr richtig gut reingegangen, Leute. Da muss ich mir wirklich sagen, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank und beim nächsten Mal wieder. Dankeschön. Ehre. Ja, was gab's denn? Ja, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Darf man das sagen? Ja. Das ist immer die Frage, ne? Nicht, warum denn nicht? Boah, wenn das nicht zum Verhängnis jetzt wird, ne? Aber ich sag mal. War 3-stellig oder 4-stellig? 4-stellig. Was? Ja, aber eine 1 steht vorne, ne? Wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Ja, jetzt kann ich es auch sagen, so knapp 1,4 hat das eingebracht tatsächlich.
Das ist ja überkrank. Und niemand hat Geld ausgegeben da, weil ich krieg da auch einen Bescheid. Also was heißt, wenn jemand eine bestimmte Sache kauft, hätte das auch nochmal Geld gebracht. Ne? Habe ich aber gar nicht promoted, weil ich möchte ja gar nicht, dass die Leute unbedingt da Geld ausgeben. Ne? Um mal hier den Hatern den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Ehrenmann, Ehrenmann. Ich hätte das bewerben können. Das hätte nochmal 500, 600 mehr werden können dadurch. Ne? Habe ich natürlich nicht gemacht. Also das möchte ich mal an dieser Stelle. Ne? Ich versuche natürlich, das immer noch fair zu halten. So fair, wie es irgendwie mir möglich ist. Ja, ich meine, das ist doch die... Also das sind ja so Idle-Games oder so, weil es ist ja einfach nur ein bisschen rumgeklickt nebenbei irgendwo. Ja. Das ist ja wirklich eine Top-Art, also ist ja nice, ne? Ich meine, es wurde ja auch so verkauft, ne? Du hast ja nicht gesagt, das ist das beste Spiel der Welt, mach das, sondern nein. Es ging ja einfach darum, Leute, wenn ihr das hier freispielt, würdet ihr mir helfen. Das ist halt Support für denjenigen, den ihr da gerne guckt. Hoffentlich gerne guckt. Oder Hatewatcht, ne? Aber auch wer Hatewatchen will, muss dran denken, das muss ja irgendwie weitergehen, sonst hört der Hatewatch irgendwann auf. Und das wollen wir ja alle nicht, ne? Das wäre ja fürchterlich. Das wollen wir nicht, ne? Nee. Cornel, wen Hatewatchst du aktuell? Hast du da was? Ich glaube nicht, ne? Mir ist was Peinliches passiert im letzten Stream. Da hat am Ende jemand gesagt, ey, wie wär's mit Raid? Dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Dann hab ich nicht aufgepasst, ne? Dass ich noch im falschen Fenster bin, sodass man meinen Monitor die ganze Zeit sieht. Dann bin ich auf Twitch gegangen und bin ins Suchfenster gegangen von Twitch, Digga. Und da standen alle Suchen, die ich gemacht habe auf Twitch. Oh, was ist schon da so? Oh. Also ich nenne mal die Highlights einfach, ne? Die hat Highlights. Nein, das war auch nicht so. Also die Highlights waren Shoyoka. Habe ich gesucht. Ja, wow. Kann passieren, okay. Ne? Wollte ich mal irgendwas nachgucken wahrscheinlich oder so. Dann habe ich natürlich beim schlechtesten Gamer, war ich in der Suche drin. Ja. Wollte ich mal irgendwie ein Video gucken und natürlich beim anderen, den ich nicht mag, auch. Ne? Das hat mich natürlich ein bisschen outgecallt. Aber ja, habe ich natürlich weggesteckt wie ein Mann. Ne? Kein Problem. Lösch mal meine Suchen. Ist immer besser. Nein, ich habe dann, bei mir war auch nichts Krasses drin. Ja, passiert, ne? Meine Jüde. Ja, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein, ne? Ist so. Also meine Suche ist immer clean, ne? Ja, ich habe noch nie gelöscht, alles immer gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich gucke fast gar keinen Twitch. Das höre ich immer von allen Leuten. Ich frage mich immer, wer überhaupt Twitch guckt. Man hört immer nur, nee, Twitch gucke ich nicht. Nee, guck ich nicht. Boah, was habe ich als letztes auf Twitch geguckt? Keine Ahnung. Promi Big Brother von Knossi. Boah, das ist aber schon ewig her. Ja. Meine letzte aktivere Twitch-Phase war halt, als FIFA rauskam und ich halt ein bisschen FIFA gespielt habe. Da habe ich halt die ersten 4, 5, 6 Wochen die FIFA-Leute hier geguckt ein bisschen. Ja. Aber ja, ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich so ein bisschen Hearthstone Battleground geguckt habe. Ja, das gucke ich leider auch momentan nicht mehr, weil ich bin raus, ne? Ich weiß nicht, was da abgeht bei Hearthstone Battleground. Ich verstehe gar nichts mehr. Als sie die Spells reingebracht haben, war irgendwie langweilig. Da habe ich dann aufgehört. Ich habe dann ein bisschen normal Hearthstone gespielt, mal wieder eine Season, war ganz nice. Das halte ich immer noch für verrückt, ne? Leute, die normales Hearthstone spielen. Wenn es Battlegrounds ist halt viel geiler, ich weiß auch nicht. Also das ist ich wollte halt Legend hitten, ich war auch kurz davor, ich war irgendwie Dia 2, also das ist dann kurz vor Legend. Ich finde das so krass, dass du das so gut kannst. Ich kann es ja nicht so gut, aber. Ja, Legend halt erreicht man nicht mal eben so, ne? Doch, nein! Also Legend ist relativ free. Free! Aber das Ding ist halt, ich habe es dann am Ende nicht mehr durchgezogen, weil ich habe natürlich genau in dem Monat angefangen. Ich war irgendwie Dia 2, 3 oder so. Ich glaube, ich war Dia 5. Und dann war irgendwie der 24. des Monats oder so. Und da kam dann die Rotation. Weißt du, und das war auch die große Rotation. Das heißt, komplettes Jahr. Das heißt, drei Decks, drei Erweiterungen sind rausgeflogen. Ne? Dann kam halt eine neue. Und dadurch waren halt alle Decks anders. Und das Deck, mit dem ich halt gespielt habe, ging dann so nicht mehr. Und dann gab es halt einen Hard-Counter gegen mein Deck und das haben halt viele in der Elo auch gespielt. Und dann hätte ich mir halt ein neues Deck raussuchen müssen und so. Und ja, und dann stehst du da, ne? Musst auch theoretisch Geld ausgeben im besten Fall. Ja, das ging. Ich hatte noch genug Gold und so. Also,
Aber du musst dann ja auch erstmal wieder reinkommen, ne? Da musst du die neuen Decks lernen, da musst du dein Deck verstehen und ja. Dann habe ich halt aufgehört bei dir zwei. Und da muss man auch sagen, den geilen Enclave-Stream gibt's halt nicht mehr, ne? Das ist. Ja, das ist schade, ne? Da kann man das schön lernen, sich angucken. Der immer Teamfight Tactics, langweilig. Langweilig, will keiner sehen. Kommt zurück zu Hearthstone, da seid ihr zu Hause. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich mache kein Mario mehr. Kommt einfach nicht mehr, für immer. Ist vorbei. Das geht doch nicht. Das kannst du nicht machen. Nee. Freunde, das war der Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Backen. Im nächsten Part geht's weiter mit rasanter F-Zero Action. Und den witzigsten Geschichten, die ihr diese Woche hören werdet. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.